Happy Birthday, Piratenpartei! Am 10. September feiert unsere junge Partei ihren ersten Geburtstag. Dazu allen Mitgliedern einen herzlichen Glückwunsch! Wir haben nicht nur ein abwechslungsreiches erstes Jahr überstanden, sondern wir werden in Kürze auch schon zu Landtagswahlen in Hessen, Niedersachsen und Bayern antreten. Wenn das kein Grund ist, heute schon zu Hause den Sekt aufzumachen. In knapp 2 Wochen sehen wir uns dann in Berlin und können gemeinsam anstoßen. Wir von der Piratenpartei beschäftigen uns mit den zentralen Themen der Informationsgesellschaft. Zuallererst sind da Privatsphäre und Bürgerrechte. Leute wie dieser Mann wollen unsere Privatsphäre praktisch abschaffen. Wir werden biometrisch erfasst, in zentralen Datenbanken gespeichert, wir werden an allen möglichen und unmöglichen Orten videoüberwacht. Letzten Endes resultiert daraus eine Überwachungsgesellschaft. Diesen Überwachungsstaat wollen wir von der Piratenpartei verhindern. Zum Zweiten geht es uns um Wissen und Kultur, die in zunehmendem Maße in digitalisierter Form vorliegen. File-Sharing ist kein Verbrechen, sondern sollte gefördert werden. Denn es ist eine fantastische neue Form des Austauschs der Menschen untereinander, die erst das Internet wirklich möglich gemacht hat. Wissen und Kultur der Menschheit sind nicht bloßer Content, sie sind ein gemeinschaftlicher Schatz. Jedes neue Werk baut in gewisser Weise auf diesem Schatz auf. Wir sind der Meinung, dass der Zugang zu diesem Schatz nicht immer weiter eingeschränkt werden sollte, sondern immer weiter geöffnet werden sollte. Die versuchte Kriminalisierung von File-Sharern führt im Übrigen auch zu einer versuchten Einschränkung der Privatsphäre, wie zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung. Ein weiteres wichtiges Thema der Piraten, das eng mit Wissen zusammenhängt, sind Patente. Das Patentwesen wird der heutigen Wissens- und Informationsgesellschaft in keiner Weise mehr gerecht und verhindert oft Innovation, anstatt sie zu befördern. Patente auf Medikamente zum Beispiel können dazu führen, dass bestimmte Krankheiten nicht ausreichend erforscht werden oder, falls es Medikamente dagegen gibt, sie nicht ausreichend eingesetzt werden können und Menschen sterben müssen, weil diese Medikamente nicht vorhanden sind. Wir wenden uns darüber hinaus ganz entschieden gegen Softwarepatente, die aus USA zu uns herüberschwappen, aber eine sehr große Bedrohung für den europäischen IT-Mittelstand darstellen. Des Weiteren ist es völlig indiskutabel, dass heutzutage Gensequenzen auch von Menschen oder auf Saatgut patentiert werden können. Als vierten großen Themenkomplex der Piratenpartei möchte ich Demokratie und Transparenz erwähnen. Unser Motto heißt gläserner Staat statt gläserner Bürger. Anstatt dass der Staat immer mehr Daten über den Bürger sammelt und speichert, muss es andersrum sein, dass der Bürger endlich vorbehaltlos Einblick in alle staatlichen und Verwaltungsvorgänge bekommt, und zwar ohne die vielfältigen Einschränkungen, die jetzt zum Beispiel schon im Informationsfreiheitsgesetz niedergelegt sind. Neben dem Punkt Transparenz gibt es aber auch andere Defizite in der Demokratie, die dringend angegangen werden müssen. Das fängt beim zunehmenden Einsatz von elektronischen Wahlmaschinen an und geht hin bis zum Aufbau der Europäischen Union selbst. Dort ist es nämlich möglich, dass sich die Länderchefs in der EU-Kommission am Europäischen Parlament vorbei auf bestimmte Dinge einigen, die sie hinterher demokratisch in ihren Landesparlamenten gar nicht mehr rechtfertigen müssen. Dies war nur ein kurzer Überblick über all die politischen Themen, die wir in der Piratenpartei diskutieren. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann surf doch einfach auf unsere Webseite und schau mal nach. www.piratenpartei.de